Wer unter der Totenkopfflagge von Sea Shepherd in See sticht, darf eines nicht sein: ängstlich. Sea Shepherd, Sie sind verhaftet. Anhalten! Seit mehr als 40 Jahren kämpft die Schutzorganisation mit spektakulären und provokanten Manövern gegen Robbenjagd, Walfang und die Ausbeutung der Ozeane. Gründer und Gesicht der Bewegung, Captain Paul Watson. Das ist ein Schutzgebiet für Wale. Was Sie tun, ist illegal. Verlassen Sie diese Gewässer sofort. Stinkbomben, Rammmanöver und vor allem mediale Aufmerksamkeit. Das sind die Waffen der Organisation. Sea Shepherd ist immer an vorderster Front. Sie wollen weltweit Meeresbewohner schützen. Ihre Aktionen reichen von der Konfrontation mit Walfangbooten bis zur Dokumentation, wo die Fischereiindustrie Gesetze bricht. Eine Kampagne in Frankreich heißt Dolphin Bycatch, Delfine als Beifang. In der Fangsaison für Seebarsch verursachen Fangschiffe mit riesigen Schleppnetzen ungewollte Todesopfer. Delfine, die sich in den Netzen verfangen und ersticken. Wir wollen dabei sein, wenn Sea Shepherd auf hoher See Beweise sammelt und gehen in La Rochelle an Bord. Vorher muss unser Team unterschreiben. Wir müssen ruhig bleiben, wenn Fischer uns beschimpfen. Die fühlen sich von den Aktivisten gestört. Mit uns geht Lamia Essamlali an Bord. Sie koordiniert alle Sea Shepherd-Operationen und ist bei wichtigen Einsätzen dabei. Auch unser Team muss warme, wasserfeste Anzüge anziehen, bevor uns ein Schlauchboot aufs Schiff bringt. Es ist kalt und stürmisch. Unser Kameramann bekommt eine erste Ahnung davon, wie sich Seekrankheit anfühlt. Ja, muss man mögen, muss man mögen. Unser Ziel? Die Sam Simon, ein ausgemustertes japanisches Forschungsboot. Von den 33 Mann Besatzung an Bord sind 25 Freiwillige. Die Festangestellten finanziert die Schutzorganisation durch Spenden. Die Volunteers sind rund 3 Monate auf dem Schiff. Ohne Bezahlung, Anreise, auf eigene Kosten. Es schaukelt einfach immer. Ja, darum muss man sich erst mal dran gewöhnen, wenn man von Land kommt. Also so ein bisschen schwanken kann man selber ausgleichen, aber wichtig ist, dass man sich halt irgendwo immer festhält. Alle Türen, alles was sind alle gesichert, die sind also alle, fallen nicht von alleine zu oder gehen auf. Man hält sich am besten fest und hangelt sich so von Raum zu Raum, wenn es doll schaukelt. An Land ist Max Ingenieur. Was bringt ihn auf die Sam Simon? Ich hatte vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren mal Kontakt zu Sea Shepherd, weil ich ein paar Leute gesehen habe, die halt die T-Shirts getragen haben. Und wenn man sich so ein bisschen mit umweltpolitischen Themen auseinandersetzt, dann kommt man relativ schnell auf Sea Shepherd und das ist einer meiner Beiträge, vielleicht so ein bisschen was auf dieser Welt zu verändern. Dafür lebt er wie alle mit den sehr speziellen Rahmenbedingungen an Bord. Als Tierschutzorganisation serviert Sea Shepherd nur vegane Küche. Und wir erleben selbst. Privatsphäre gibt es in den engen Kabinen kaum. Im Golf von Biscaya sind Schutzzonen ausgewiesen. Dort herrscht Fangverbot, damit sich Fischarten wieder vermehren können. Die Aktivisten beobachten auf dem Radar, ob Fangboote verbotenerweise in diesen Gebieten fischen. Hier auf dem Radarbildschirm sieht man hier die Sam Simon, das sind wir. Und hier auf der Steuerbordseite haben wir hier einen sogenannten Gillnetter. Das ist der Pfad des Gillnetters, der mal so meanderförmig hier die Netze ins Wasser lässt. Und dann bleibt das für ein paar Stunden drin und dann ziehen sie halt die Netze raus und da sind halt die Fische drin. Aber auch Delfine können mit ihrem Echolot diese Netze, dadurch, dass sie fein sind, wohl nicht richtig orten und verfangen sich manchmal da drin. Die Fangmethoden der Industriefischerei erlauben kein Entkommen für Lebewesen, die zufällig die Wege der Netze kreuzen. 38,5 Tonnen sogenannter Beifang, das sind 40% des gesamten Fangs, landen wie Müll wieder im Meer. Dabei müssten die Fischer auch diese Tiere auf die erlaubte Fangquote anrechnen. Laut einer wissenschaftlichen Beobachtungsstelle sterben mindestens 10.000 Delfine pro Fangsaison. Viel mehr, als die Reedereien melden.
Das wollen die Aktivisten beweisen. Er kämpft seit Jahrzehnten gegen die Fischereiindustrie. Sea Shepherd-Gründer Paul Watson. Ich jage sie, bis die Meere sicher sind. Watson ist Gründungsmitglied von Greenpeace. Die sind ihm bald nicht radikal genug. Mit 28 kauft er ein ausgemustertes Schiff, die Sea Shepherd, und gründet seine Organisation. Die macht mit radikalen Aktionen schnell von sich reden. Inzwischen unterstützen auch Regierungen seine Einsätze. Doch Watson wird auch mehrfach verhaftet. So 2012 in Deutschland. Letztlich ein PR-Erfolg. Die Bilder gehen um die Welt. Noch immer steht er auf der Fahndungsliste von Interpol. Deshalb hat sich Paul Watson aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Brauchen wir Piraten, um die Meere und die Umwelt zu schützen? Seit ich Sea Shepherd gegründet habe, ist meine Strategie aggressive Gewaltlosigkeit. In 43 Jahren haben wir niemanden verletzt oder zu einer Verletzung beigetragen. Aber unzählige illegale Aktivitäten beendet. Haben wir Eigentum beschädigt? Ja, aber es war gerechtfertigt. Meine Arbeit als Umweltschützer ist, die Leute aufzurütteln. Ich sage, was die Menschen nicht hören wollen, und ich tue Dinge, die vielen nicht passen. Mein Job ist, Leuten ans Bein zu pinkeln. Wenn nicht, mache ich meinen Job nicht gut. Hatten Sie auch Todesangst? Da gibt es so viele Beispiele. 1977 haben Robbenjäger mich vor der Küste von Labrador durchs Eiswasser gezogen. Und ich wurde angeschossen. Das gehört dazu bei dem, was ich tue. Das ist nun mal riskant. Seit Paul Watson nicht mehr auf See dabei ist, gilt Lamia Essam Lali als seine offizielle Nachfolgerin. Die Umweltaktivistin leitete unter anderem Kampagnen in Westafrika und gegen Walfänger vor den Färöer Inseln. Zusammen mit Watson gründet die 42-Jährige die französische Sektion von Sea Shepherd. Ich habe Paul 2005 in Paris kennengelernt. Wir waren in einem Raum mit 30 Leuten und er hat von Sea Shepherd erzählt. Und ich dachte, das ist genau, wie ich fühle, wie ich denke, was ich tun will. Er findet die richtigen Worte und noch wichtiger, er handelt. Ich habe ihn angesprochen und wollte wissen, wie kann ich mitmachen? Ich will dazugehören. Und er sagte, wenn du bereit bist, dein Leben für einen Wal zu opfern, melde dich an. Wie Watson sieht Lamia das Recht auf ihrer Seite, auch wenn sie Boote oder Netze beschädigen. Wir zerstören ja nichts, was legal ist. Wir beseitigen nur, was illegal ist. Die Polizei sollte das tun. Wenn nicht, werden wir nicht nur da sitzen und zuschauen. Handeln heißt bei der Organisation auch Konfrontation. Hatte sie schon Angst um ihr Leben? In der Antarktis hatte ich Angst. Es war sehr stürmisch und wir haben die Nissan Maru verfolgt, ein Walfangboot, 8000 Tonnen schwer. Und unser Schiff wog gerade mal 700. Das Schiff nahm geradewegs Kurs auf uns, um uns zu rammen. Und Pauls Kommando? Wir weichen nicht aus. Basta. Wir wussten, wenn die uns treffen, sinken wir. Wir waren sicher, das war's. Ich war überzeugt, jetzt ist mein Leben zu Ende. Aber gleichzeitig wäre ich nirgendwo anders lieber gewesen. Seit Stunden verfolgt die Crew auf dem Radar zwei Trawler, die sich verdächtig auf eine Schutzzone zubewegen. Wir können online sehen, wo die meisten Schiffe sind. Wenn ich auf ein Symbol klicke, bekomme ich die Info, was für ein Schiffstyp es ist und mit welcher Fangmethode die arbeiten. Um 12:30 hat die Sam Simon die beiden Schiffe fast erreicht. Von Dezember bis März fährt die Crew jede Nacht Patrouille. Wir dürfen heute dabei sein, aber nur in Schutzanzügen. Die sichern im Notfall das Überleben im Wasser für 24 Stunden. Der Plan: hinfahren zu den Fangbooten und checken, ob sie in der Schutzzone fischen und ob Delfine in den Netzen sind. Um die Fischer zu überrumpeln, bleibt unser Kameralicht aus. Wir sind fast da. Alles gut da draußen? Alles gut bis jetzt.
Der Funkkontakt stellt sicher, dass der Kapitän im Notfall schnell Hilfe schicken kann. Hier, diese kleinen orangefarbenen Punkte, das sind alles Fischerboote. Wir wissen, dass sie ihre Netze in der Nacht wieder einholen, meist so gegen 1, 1/2, 2. Und wir versuchen dann rechtzeitig da zu sein mit unseren kleinen Booten und zu dokumentieren, was in den Netzen ist. Unser Schlauchboot ist jetzt auf Sichtweite mit den Trawlern. Gerade rechtzeitig. Sie ziehen jetzt das Netz hoch. Die beiden Boote fahren näher zusammen. Das eine übernimmt das Netzende und zieht die Netze hoch. Tonnenweise Fisch. Aber wie viel Beifang? Wir können den Fang jetzt sehen. Viele kleine und ein großes Tier. Ein Delfin? Die Fischer lassen den ungewollten Fang zurück ins Meer. Die Umweltschützer halten alles mit der Kamera fest. Das passt den Männern nicht. Haut ab! Zunächst sah es in der Dunkelheit so aus, als ob da ein Delfin drin wäre, weil man nur ein großes Tier gesehen hat. Allerdings hat sich das bewegt, also es hat noch gelebt und da hat auch der eine Fischer bestätigt, dass es ein Thunfisch war, weil auch ein Delfin gar nicht überlebt hätte, weil die ja, sobald die im Netz gefangen sind, nicht mehr hoch können an die Oberfläche zum Atmen und deswegen sind Delfine eigentlich immer tot, wenn sie im Netz nach oben gebracht werden. Das zweite Fischereiboot passiert uns gefährlich nah. Eine Drohgebärde. Allein unsere Anwesenheit ist für die Fischer Provokation. Also einige sind uns gegenüber ein bisschen feindlich ausgerichtet. Kommt schon öfter mal vor, dass sie versuchen, uns so ein bisschen wegzuschrecken. Wenn die Umweltaktivisten belegen können, wer sich auf See nicht an die Gesetze hält, melden sie diesen den Behörden. Nachts um 3 ist die Crew zurück an Bord. 4 Fangschiffe hat die Sam Simon in dieser Nacht überwachen können. Waren Sie im erlaubten Gebiet? Nein, im verbotenen. Wirklich drin? Wir müssen das noch checken. Aber ich glaube, Sie waren in einem Gebiet, in dem Sie nicht fischen dürfen. Das müssen wir überprüfen, denn dann verstoßen Sie gegen das Gesetz. Die Boote waren am Rand der Schutzzone. Gerade so weit weg, dass es nicht für eine Anklage reicht. Das macht es so schwierig. Es sind so viele Fischerboote, die wir überprüfen müssen. Hunderte. Wir suchen jede Nacht eins aus. Nur 4 Stunden Schlaf und kein Beweis, dass in den Netzen Delfine verenden. Dabei wissen die Umweltschützer, es passiert. Am nächsten Morgen Team-Meeting. Ich weiß, es ist frustrierend, dass wir noch nicht mehr beweisen können, was auf dem Meer passiert. Obwohl wir ja wissen, dass immer mehr Delfine sterben. Die Beobachtungsstelle Pelagis schätzt, jeder Delfin, der an den Strand gespült wird, steht für Tausende, die unentdeckt auf den Meeresboden sinken. Letztes Jahr haben sie 11.000 Delfine getötet. Gemeldet wurden aber nur 7. 7 von 11.000. Sie vertuschen es. Das macht sie zu Straftätern. Die Polizei sollte sich darum kümmern und nicht uns die Schuld geben. Die bestrafen den Überbringer der schlechten Nachrichten. Was hält Lamia von Siegeln wie das MSC-Siegel? Die versprechen umweltfreundliche Fangmethoden. Wir haben schon oft Fische erwischt, die für dieses oder andere Siegel fangen. Und die hatten noch nicht mal eine Fanglizenz oder sie haben im Schutzgebiet gefischt. Sie halten sich nicht an die Gesetze. Sea Shepherd empfiehlt, ganz auf Fisch verzichten. Andere Umweltorganisationen halten einige Fischsorten wie Karpfen, afrikanischer Wels oder eingeschränkt Hering für unbedenklich. Besser wären nachhaltige Fangmethoden und strengere Gesetze zum Artenschutz. Helden oder zu radikal? Uns hat beeindruckt, mit wie viel Engagement die Aktivisten für den Erhalt der Ozeane kämpfen.